20 Dinge, die wir in dieser Season 2 einfach nur hassen. Von Lamas bis hin zu nicht bauen, bis hin zu Lagerfeuer, bis hin zu keine Spider-Man-mythische Waffen und noch viel, viel mehr. Bleibt bis zum Ende dran. Das ist sehr, sehr spannend. Ich habe ein bisschen übertrieben in dem Video, Leute. Ich habe mich aufgeregt. Nehmt nicht alles zu persönlich. Ich liebe Fortnite über alles. Aber benutzt gerne meinen Creator-Code Savage. Schaffen wir heute 3333 Likes, denn dann bekommen wir wieder eine bessere Map in Fortnite zurück und vielleicht die Klombos. Und ich würde sagen, wir gehen right into the video. Die 20 meistgehassten Dinge in dieser Season 2. Jeder kann sich daran erinnern, als das Spider-Man-Item ins Spiel reingekommen ist, war das Lieblings-Item von fast allen Spielern, inklusive mir, Leute. Und Epic Games hat uns das Ganze in dieser Season einfach weggenommen und wir können uns nicht mehr durch die Welt schwingen, wie Spider-Man es damals getan hat. Daily Bugle ist ja noch drin. Ich hoffe, dass wir die Spider-Man-mythische Waffe wieder zurückkriegen, aber es sieht danach erstmal noch nicht aus. Aber die Kollabo ist noch nicht zu Ende, da wir ja, wie gerade gesagt, noch Daily Bugle im Spiel haben. Unser Lieblings-süßer Dinosaurier wurde aus der Season rausgenommen und ich hasse das, Leute. Wenn wir uns mal die Map ganz genau anschauen, seht ihr auf dieser Map bestimmte Krater, aus denen noch Rauch rauskommt, mit einer schwarzen Umrandung. Als ob da etwas eingeschlagen ist, ein Meteor oder. Diese Klombos wurden jetzt rausgenommen aus dem Spiel. Ich weiß nicht warum, sogar hat Fortnite damals auf Twitter gepostet, wenn ihr den Klombos irgendwas antut, dann werden wir Tilted Towers zerstören. Ich war mir sicher, dass wir die Klombos in dieser Season auch noch behalten, aber nein, sie sind einfach weg. Und wahrscheinlich sind sie einfach tot, laut diesem Ladebildschirm hier. Die liegen anscheinend unter der Map vergraben. Und wahrscheinlich ist das eine Referenz an die wirklichen Dinosaurier, die damals gestorben sind, durch einen Meteor. Wir haben aber keine Meteoriten gesehen, sondern sehen jetzt nur noch den Krater, wo damals die Klombos gespawnt sind, ey. Okay, wir wissen alle, DIO ist ja mittlerweile schon ziemlich viel verbreitet auf der Map und die haben viele Stationen und Basen errichtet. Aber wisst ihr, was ich und viele Spieler, glaube ich, am meisten hassen in Season 2? Richtig, die Panzer, denn man kann gegen diese Panzer theoretisch gar nichts machen, Leute. Wenn ihr zum Beispiel Squad spielt, sowieso nicht. Wenn ein ganzes Team einen Panzer hat, dann habt ihr eigentlich fast keine Chance mehr, außer das gegnerische Team schießt auf diesen Panzer drauf. Aber auch im Solo- oder Duo-Modus, wenn jemand einen Panzer hat, habt ihr so gut wie keine Chance. Der Panzer kann durch alles durchfahren, wird alles zerstören. Ihr habt zwei Kanonen, einmal eine Kanone, die eine Rakete rausschießt oder eine Rocket und dann auch noch ein Turret, wo die ganze Zeit wie ein Maschinengewehr schießt. Und ich glaube, jeder hasst diese Tanks. Es gibt nämlich einen kleinen Trick, wie ihr aber mit diesen Panzern ein bisschen schneller fahren könnt, Leute. Die maximale Geschwindigkeit ohne Boosten ist nämlich 30 km/h. Und wenn ihr in den Einstellungen auf dem PC diese Dinge umstellt, vielleicht funktioniert das auch auf der Konsole, wenn ihr zum Beispiel Sprinten auf der Taste W habt, dann könnt ihr rechts in dem Reiter noch einmal eine Taste hinzufügen, wie jetzt zum Beispiel die 1. Und wenn ihr beide Tasten gleichzeitig drückt, könnt ihr sogar schneller fahren, als wenn ihr mit dem Panzer boosten werdet. Ihr könnt bis zu 60 km/h damit fahren, was ziemlich cool ist. Aber die Panzer finde ich auf jeden Fall nicht so cool. Wir haben hier ein ganz neues Fortnite. Das fühlt sich auch ein bisschen an wie in die OG-Zeit damals, Leute. Ganz am Anfang von Fortnite konnte man noch nicht so richtig bauen. Vielleicht mal eine Wand, eine Treppe und... Und diesmal wurde ja das Bauen entfernt. Und viele regen sich drüber auf. Viele finden es gut. Ich sage euch mal meine ehrliche Meinung. Am Anfang, wo das Ganze rausgekommen ist, war ich erstmal erstaunt und dachte mir, ey geil, Fortnite mal ohne Bauen, endlich keine Schwitzer. Ich bin aber ehrlich mit euch. Seitdem das Bauen nicht mehr drin ist, habe ich schwierigere Lobbys oder es ist für mich schwieriger, einen Win zu holen. Da ich ein bisschen bauen kann, sage ich jetzt mal, ich bin kein Pro, aber kriege ich irgendwie keinen Win mehr hin. Ich weiß nicht, ob es nur mir so geht und irgendwie so langsam gefällt mir das Ganze nicht mehr mit dem Bauen und viele anderen gefällt das Ganze tatsächlich auch nicht. Ich wünsche mir auf jeden Fall das Bauen wieder zurück und wir bekommen ja einen neuen Modus, in dem wir einen Nicht-Bauen-Modus für immer haben und den normalen Modus noch in Fortnite. Aber das ist auch eines der meistgehassten Dinge in dieser Season. Schauen wir uns jetzt mal die Map an. Man muss ja ehrlich sagen, die Map wurde nicht arg verändert. Ihr denkt jetzt, hä, da wurden doch voll viele Dinge hinzugefügt. Ja, da gebe ich euch recht, aber es wurden an sich nicht arg viele neue Dinge reingeedet oder eine neue Stadt oder. Gut, man kann jetzt sagen, Comment Cavern wurde ein bisschen erweitert, die Zeppeline sind da. Da gebe ich euch auch vollkommen recht, aber tatsächlich sind einfach nur die gleichen Städte im Moment da und dort wurden einfach nur Zeppeline hinzugefügt, ein paar Panzer, ein paar Kanonen, mit denen man sich wegschießen kann und das war's eigentlich. Die Map Changes wurden tatsächlich nicht so krass in Anspruch genommen in dieser Season und es wurden nicht viele Dinge hinzugefügt. Ich meine wirklich mit hinzugefügt nicht irgendwie Zeppelin oder so, sondern wirklich neue Städte, neue Biome oder so. Ihr wisst schon, was ich meine. Und viele regen sich darüber auf, dass die Map sich an sich eigentlich gar nicht verändert hat.
Kommen wir jetzt mal zu den Kronen. Ich glaube, viele von euch legen darauf viel Wert, dass man viele Wins hat. Kann ich vollkommen nachverstehen. Und manchmal flext man auch mit seinen Wins, wenn man das Kronen-Emote benutzt. Aber Epic Games hat in dieser Saison einen riesengroßen Fehler gemacht. Es gab so viele Leute, die diese Kronen-Wins wirklich gesammelt haben und darauf stolz waren. Und dann hat Epic Games das Ganze einfach in dieser Season wieder zurückgesetzt. Das Ganze verstehe ich nicht. Warum lasst ihr denn nicht einfach die Kronen-Wins einfach in dieser Season auch noch drin? Verstehe ich nicht. Ich finde, das sollte nicht pro Season immer geswitcht werden, Leute. Viele haben sich darüber aufgeregt und hassen es, dass ihre ganzen Kronen-Wins jetzt einfach weg sind. Ja, und wisst ihr, was ich auch übertrieben hasse? Wir haben kein Live-Event bekommen. Weder am Ende dieser Saison, weder am Anfang dieser Saison. Hey, wir haben nur einen kurzen Trailer bekommen, dass die da so ein bisschen rumgefightet haben, damit wir wissen, dass die Zeppelin jetzt da sind. Aber wo war das Live-Event? Wir haben so viele neue Geheimnisse bekommen, so viele Indizien zum Kampf IO gegen 7. Wo war das Live-Event, Fortnite? Es war nicht da. Nix war da, Leute, okay? Das fand ich blöd und das hasse ich auf jeden Fall hier, ganz klar. Man muss aber auch dazu sagen, das Ganze, was gerade auf der Welt so ein bisschen abgeht, Leute, ihr wisst ja, was gerade abgeht auf der Welt, hat, glaube ich, wegen diesen Ereignissen Fortnite kein Live-Event gemacht, da wir einen Kampf gegen IO und 7 haben mit Panzern und. Und es passt auch vielleicht gerade einfach nicht zu dieser aktuellen Zeit, in der wir uns gerade befinden. Kommen wir mal zu den Shotguns. Es gibt ganz viele Shotguns in dieser Season, okay? Aber ich bin mal ehrlich mit euch. Die Shotguns lohnen sich nicht. Es ist keine geile Shotgun drinne. Es gibt einmal diese Shotguns, wo die ganze Zeit schnell schießt, aber ich treffe damit nichts. Dann gibt es die Shotgun, wo einmal nur schießt, bam, und ich bin tot. Dann gibt es noch die Shotgun, die ein bisschen schneller schießt, bam, bam, bam. Aber irgendwie finde ich alle Shotguns Dreck, Leute. Und die Leute sprayen mich nur noch weg. Ich hoffe, dass wir in der nächsten Season oder generell im nächsten Update neue Waffen bekommen, beziehungsweise neue Shotguns. Wir brauchen neue Shotguns im Spiel, Fortnite. Bringt mal wieder die Combat-Shotgun oder sonst was rein. Das kann nicht wahr sein. Kommen wir jetzt mal zu den NPCs auf der Map. Ist euch schon mal aufgefallen, wenn ihr bei Tilted landet und ihr jemanden abschießt, Leute, dann kommt direkt der Panzer von der IO und macht da einfach mit, als ob der was vom Kuchen haben will. Ich verstehe das nicht. Oder ich gehe nach Comment Cavern. Bro, ich laufe da ein bisschen rum. Was kommt? Ein NPC und ballert mich ab. Ich will doch nur kämpfen. Also ein bisschen haben wir zu viele NPCs langsam auf der Map, die uns richtig schnell angreifen und auch ein geisteskrankes Aim haben. Vor allem Dr. Sloan bei den Bohrer, Leute. Ey, ey, ey. Da würde ich ganz langsam machen. Denn Dr. Sloan und seine Leute bei den Bohrer haben ein Aim. Das habe ich noch nie gesehen. Die NPCs sind mir zu viel. Kommen wir jetzt zu meiner Lieblingswaffe, die tatsächlich rausgenommen worden ist in dieser Season. Die MK7. Warum? Warum habt ihr die rausgenommen? Die tun eine Aug rein, die 1000-mal schlechter ist als die MK7. Ich sag euch ehrlich, ich glaube, hätte ich die MK7 im Spiel noch drinne, dann hätte ich anders rasiert. Ich sage euch, wie es ist, Leute, okay? Aber die haben meine Lieblingswaffe einfach rausgenommen. Viele Leute haben diese Waffe geliebt und ja, die haben die weggemacht. Verstehe ich nicht. Warum? Warum? Schauen wir uns jetzt mal ein bisschen die Map genauer an. Wir haben ja gerade eben über Map-Changes geredet, ne? Wir haben jetzt eine neue Funktion mit dem Klettern, die ja eigentlich ganz cool ist, Leute. Aber die aktuelle Map für Season 2 ist einfach dafür nicht gemacht, denn man kann auch viele Steine nicht hoch. Es gibt noch immer Berge, in denen man einfach nicht hochrennen kann. Und wenn man nichts zum Bauen hat, dann kann man da auch nicht hochgehen, Leute. Die Map ist einfach nur zum Bauen gemacht. Die Map wurde nicht angepasst ans Rennen und ans Klettern. Vielleicht hätte man dort eine Art neue Map rein implementieren können, damit diese Map wirklich ans Klettern gemacht worden ist. Aber ist es halt nicht. Und das finde ich auch nicht cool, denn das ist keine Map zum Klettern oder Rennen, sondern zum Bauen. Kommen wir mal zu den Lamas. Ich glaube, Lamas sind eigentlich relativ einfach zu töten, wenn man sie einboxen kann. Da man die aber jetzt nicht mehr einboxen kann, ist es irgendwie schwierig, einen Lama teilweise zu töten, Leute. Und das teleportiert euch ja dann einfach weg. Das ist auch ein Problem, was wir die Leute hassen, dass wir die Lamas nicht mehr so schnell töten können. Kommen wir zu den Lagerfeuern. Da haben wir auch ein ganz großes Problem, denn man kann das Lagerfeuer nur einmal benutzen, denn man hat ja damals Metz gebraucht, um das Lagerfeuer nochmal anzuzünden und diesmal kann man das nicht. Ein Lagerfeuer und nie wieder Lagerfeuer in dieser Season. So, was mich auch in dieser Season aufregt, ich sehe keine Leute auf der Map. Ich renne die ganze Zeit rum und sehe niemanden. Warum? Weil es keine Gebäude gibt, die man sehen kann, Leute. Es gibt nichts zum Sehen auf der Map. Man kann nicht bauen. Und ich weiß nicht, wo die Leute sind. Die müssten ja 100 Meter oder 50 Meter von mir entfernt sein, dass ich die durch die Soundeffekte visualisieren überhaupt angezeigt bekomme. Manchmal bin ich wirklich eine halbe Stunde auf der Map nur am Rennen und sehe keinen. Warum? Weil die Map dafür nicht gemacht ist. Das einzige Gute daran ist, dass die Matches nur länger gehen, was für mich als YouTuber eigentlich nicht so gut ist. Man hat ja zum Beispiel die neuen Kanonen, in denen man sich wegschießen kann, oder die Zeppeline, wo man seinen Gleiter einsetzen kann. Aber trotzdem, ich bleibe bei meiner Meinung. Ist euch schon mal aufgefallen, dass in dieser Season extrem viele Autoglitches am Start sind? Ich weiß nicht,
ob es nur mir so geht, Leute, aber egal, in welches Auto ich mich setze, entweder ich bleib stecken, entweder ich sterbe einfach oder. Die Glitches sind in dieser Saison anders krass unterwegs. Das war das Ende vom Video. Ich habe natürlich auch ein bisschen übertrieben, Leute. Das soll ja auch die Art vom Video heute sein. Das war konstruktive Kritik. Wie gesagt, habe ich ein bisschen übertrieben. Natürlich liebe ich diese Season, aber ein paar Dinge müssten einfach geändert werden, meiner Meinung nach. Aber ansonsten liebe ich Fortnite, wie immer. Und ich würde sagen, lasst gerne ein Like da. Bis dann und ciao, ciao.